Ich darf Sie zu Hause und euch hier in der Kirche ganz herzlich willkommen heißen zur Jugendvespe heute, die letzte Jugendvespe im Jahr 2021 im Advent. Und wir wollen beginnen mit dem Lied Z3, Zusammenwachsen. Zusammenwachsen, auch wenn es gerade schwierig ist, mit Berührungen zusammenzugehen und trotzdem im Herzen verbunden sein und wie es im Lied geheißen hat, den Boden spüren und den Himmel atmen. Ich sage immer geerdet sein und gehimmelt sein, den Boden spüren und den Himmel atmen. Vielleicht auch eine wichtige Haltung im Advent. Advent heißt für mich Ankunft, heißt für mich Warten. Ich habe die Jugendvespe heute mit 3 Ws umschrieben, World Wide Web, aber das meine ich nicht, sondern das erste W bedeutet Warten. Ja, manchmal wartet man. Ich habe früher immer in der Schule gewartet, bis endlich der Gong kommt und die Stunde aus ist. Manchmal sogar als Lehrer sogar, wenn die Schüler gar aufmüpfig waren und man dachte, jetzt bin ich froh, wenn es rum ist. Warten aufs Christkind, ich habe meine Mutter immer gefragt, wann kommt es jetzt endlich? Ja, jetzt wart halt mal. Vielleicht erlebt ihr auch dieses Warten oft, da sitzt man beim Doktor und man sitzt drin und 2 Leute kommen nach einem und die werden vor einem aufgerufen und dann sagt man, ja hallo, was ist denn hier los? Ich bin schon länger da, ich warte schon länger. In Deutschland ist es auch so, wenn die Deutsche Bahn, naja gut, die hat einen schlechten Ruf, wenn da der Zug mal 10 Minuten später kommt, dann ist man verärgert. Ich war im Juli in Tansania, in Afrika, ja, wenn der Bus nicht kommt, dann geht man halt wieder heim. Warten. Das ist für mich schon etwas, was mit Geduld zu tun hat. Manchmal ist es auch so, dass man sich selber überfordert. Man möchte immer mehr, man möchte vieles reinpacken und bekommt es dann nicht mehr auf die Reihe. Hier geht ja alles, es muss schnell gehen. Es gibt eine Schnellverpflegung, es gibt ein Schnellgericht. Lieber Gott, schenkt mir Geduld, aber sofort! In Japan gibt es ein Lokal, je schneller Sie essen, umso billiger wird das Gericht. Naja, vielleicht schmeckt das Gericht auch so, dass man möglichst schnell essen muss. Wir haben eine Alles-Sofort-Gesellschaft. Erwarten. Ich glaube, wer in seinem Leben nichts mehr erwartet, aus dessen Herz
ja, stiehlt sich die Freude. Darum habe ich den Wecker mitgebracht. Man muss manchmal auch warten können. Ich weiß gar nicht, ob der noch läutet. Ja. Nicht mehr so richtig. Aber man muss warten können. Vielleicht läutet er heute Abend noch. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament vom Abraham. Gott hat ihm verheißen, dass er mit seiner Frau noch ein Kind bekommt. Aber er hat es nicht erwartet. Er hat dann ein Kind der Ungeduld gezeugt mit seiner Sklavin, mit Hagar. Und da ist ein großer Zwiespalt entstanden. Geduld ist für mich die Haltung, dass ich nicht resigniere. Und Advent ist die Zeit des Wartens, die Zeit der Ankunft. Man muss bloß warten können. Und so singen wir jetzt miteinander, ja, auch ein Lied, das für mich was mit Warten zu tun hat. Träume kann man nicht machen. Man muss oft warten, bis uns Träume geschenkt werden. Halte deine Träume fest. H21. Ich habe auf das Licht gewartet. Aber vielleicht ist das Warten schon das Licht. Ich habe auf die Erfüllung gewartet. Aber vielleicht ist die Sehnsucht schon die Erfüllung. Ich habe auf die Freude gewartet. Aber vielleicht waren die Tränen schon Zeichen des Lebens. Ich habe auf Gott gewartet. Und ein Kind kommt zur Welt. Thank you.
Wir hören aus dem Lukas-Evangelium. Es ist der Schrifttext, den wir am Sonntag auch in den Kirchen hören. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe, der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht: Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir singen das Lied Lebendiges Wort L2. Ja, wir hören von diesem Propheten Johannes. Das muss ein wilder Kerl gewesen sein mit Kamelhaaren, der ungeschminkt seine Meinung gesagt hat. Er ist ein Prophet. Propheten sind Wahrheitssager, keine Wahrsager. Die versuchen den ganzen Tag die Wahrheit zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Manchmal lässt man ein bisschen was weg, weil man möchte niemanden verletzen. Manchmal denkt man, wenn ich ihm, dem anderen jetzt wirklich die Wahrheit sage, wie reagiert dann der? Mir ist es erst so gegangen, dass ich einem jungen Mann einfach so ins Gesicht
sagen wollte, oder ich habe zumindest angefangen, dass ich finde, dass er zu viel Alkohol trinkt. Boah, es geht dich gar nichts an. Schau doch selber auf dich, wie viel trinkst denn du? Naja, vielleicht in der Woche 2 Weizen. Ist gar nicht so einfach, mit der Wahrheit umzugehen. Ungeschminkt Dinge zu sagen. Und der Prophet, er sagt, es soll, was krumm ist, soll gerade werden, wo Hügel sind, sollen Wege bereitet werden. Und Prophet heißt für mich auch, da steht einer für etwas ein, pro. Er ist für etwas. Wenn ich gerade so in den Social Medias unterwegs bin, da sind alle gegen etwas. Die wollen alles abschaffen. Die wollen den Landtag abschaffen, die wollen bestimmte Dinge ja ins Wanken geraten, sogar, dass die Demokratie ins Wanken gerät. Die sind gegen alles. Und wo ich mir denke, wo ist ein Für, wo ist ein Da, wo ich sage, für das stehe ich, für das stehe ich hin. Und das ist ein Prophet. Und das sind die Propheten, die gerade in der Adventszeit, auch Jesaja, Jeremia, aber Johannes der Täufer, die da eintreten. Und Propheten sind für mich sowas wie Wegweiser. Ja, Wegweiser müssen leserlich sein, da muss was draufstehen, weil wenn ich irgendwo hinfahre und ist zwar ein Wegweiser, aber es steht nichts drauf, dann würde ich sagen, okay, den können Sie auch wegmachen, weil wenn ihr nicht weiß, wo es hingeht, es muss was draufstehen. Da denke ich mir oft, was steht eigentlich auf unserem Leben, was kann man bei uns ablesen, was ist denn das, wo die Menschen erkennen, ohne dass ich jetzt gerade viel rumrede, ja, für das steht der in seinem Leben. Leserlich. Was kann man an mir ablesen? Vielleicht, dass ich gerne Musik spiele. Vielleicht, dass ich gerne Witze erzähle. Vielleicht, dass ich dass Gott ein ganz wichtiger Grund meines Lebens ist. Was kann man bei euch, was kann man bei Ihnen ablesen? Bei Ihnen zu Hause? Was ist es, was auf unserem Leben draufsteht? Und das Zweite ist, der Wegweiser muss in eine Richtung zeigen. Er muss eine Richtung angeben. Wo will ich denn hin? Was ist mein Ziel? Worauf hoffe ich? Worauf blicke ich? Wohin du schaust, dahin kommst du. Das, was du im Auge hast, das trägt dich. In das hinein wirst du verwandelt. Ich glaube, es ist wichtig auch, ja, es gibt so einen schönen Satz bei Mark Twain, als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstrengung. Wenn ich kein Ziel mehr habe, dann, naja, dann arbeite ich halt, mache was, Geld verdienen, aber ich weiß gar nicht mehr, wo es hingeht. Wo zeigt ihr Leben hin? Was ist das? Es gibt ja auch manchmal Menschen, da sagt man, die sind wie Fähnchen im Wind. Die haben gerade vor einer Stunde noch so gesagt und jetzt sagen sie so. Der Prophet, der zeigt in eine Richtung. Es geht ihm nicht um sich selber, sondern er zeigt auf Jesus Christus. Da kommt einer nach mir, dem ich nicht mal wert bin, die Schuhriemen zu lösen. Und er verkündet diese Botschaft, dass allen Menschen das Heil zuteil wird. Allen Menschen. Wir haben ja früher immer den Satz gehabt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und der Prophet verkündet, allen Menschen wird das Heil. Das ist doch eine Wahnsinnsbotschaft. Hey, euch ist allen das Heil verheißen. Toll. Und das Dritte ist eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Wegweiser gesehen habt, der mitten auf der Straße steht, dann ist er eigentlich, dann wird er zum Hindernis. Manchmal, es soll sich jetzt keiner persönlich angegriffen fühlen, erlebe ich Eltern, wie sagt man da, Helikoptereltern, glaube ich, habe ich gelernt, Überflieger, die sind so um ihre Kinder besorgt, dass sie ein Wegweiser sind, der mitten im Weg steht. Weil ich glaube, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Meine Mutter konnte auch nicht begreifen, dass ich ins Kloster gehen will. Jetzt bin ich schon 42 Jahre da. Aber sie hat es nicht mehr miterlebt. Ein Wegweiser steht am Rande. Und er kann auch zuschauen, wenn Leute eine andere Richtung gehen. Aber trotzdem weist er in die Richtung.
Und das sind für mich Eigenschaften eines Propheten. Einer, der für etwas einsteht. Einer, der Leserliches. Einer, der in eine Richtung zeigt. Und einer, der sich nicht mitten in den Weg stellt, so und sozusagen, ich bin der Größte, sondern ich weise auf Jesus Christus hin, dass unser Leben auf Jesus Christus hinweist. Das sind adventliche Gestalten. Und er sagt, auf diesen Jesus, auf den müsst ihr warten. Er wird kommen und das feiern wir dann an Weihnachten. Das Lied, das wir jetzt singen, Menschen wie Engel auf Erden, das bringt es ganz gut zum Ausdruck. Menschen wie Engel auf Erden, Heilige, so wie der Johannes der Täufer, die uns täglich begleiten und die Licht sind in unseren Zeiten. M23.
Das letzte W ist ein Wegzeichen. Ich bin heute spazieren gegangen und bin an diesem Forsythienzweig vorbeigegangen. Morgen ist ja der Tag der heiligen Barbara. Wir haben eine unter uns. Herzlichen Glückwunsch, Barbara. Am Vorabend gratuliert man ja im Kloster schon. Der sogenannte Barbara-Zweig. Er erinnert uns daran, dass wir Menschen ja im Erwarten, dass da etwas zum Blühen kommt. Es hilft mir nichts, wenn ich jetzt da irgendwie dran zupfe, da blüht es auch nicht schneller. Ich glaube, die wesentlichen Dinge des Lebens, auf die muss man warten. Sei es ein Kind, sei es die Liebe, sei es vielleicht, dass ich wieder gesund werde, dass ich heil werde. Das, was wirklich mein Leben wesentlich ausmacht, das sind Dinge, die kann ich nicht machen. Da muss ich drauf warten und dass wieder etwas zum Erblühen kommt. Aber es braucht auch seine Zeit. Und von daher ist für mich gerade dieser Barbara-Zweig, jetzt in diesem Fall die Forsythie, ein schönes Beispiel. Ich möchte euch einladen, wenn ihr vielleicht heimkommt, euch auch so einen Zweig zu nehmen und ihn so in lauwarmes Wasser zu stellen und ihn in eurem Zimmer zu behalten und zu schauen, ob er dann wirklich am 24. Dezember aufblüht. Also meistens klappt es, ich habe es voriges Jahr auch probiert. Im Warten darauf, dass etwas aufblüht, das ist gerade jetzt in dieser Winterzeit, wo vielleicht gerade heute der Schnee die Dinge zudeckt, wo wir vielleicht manchmal spüren, es sind Gefühle eingefroren, Beziehungen sind eingefroren. Ich erlebe leider gerade viele Beziehungen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Auch da zu beten, auch da zu schauen, dass wieder was neu erblühen kann. Dass Menschen, die in die Depression gefallen sind, wieder ja, Aufrichtung finden. Es ist für mich so ein Hoffnungszweig. Etwas, dass wieder etwas zum Leben kommt in meinem Leben. Wer hofft, sieht weiter. Wer liebt, sieht tiefer. Ich möchte euch einladen, mit diesem Zweig auch so zu spüren, auch zu hoffen. Meine Hoffnung ist, dass auch Kirche sich wieder ja, erneuert. Es wird anders werden, aber vielleicht blüht da was ganz Neues auf. Vielleicht ist es auch so in unserem persönlichen Leben, dass Beziehungen sich wieder erneuern. Vielleicht anders, aber ganz neu. Der Barbara-Zweig, der uns einlädt, gerade in dieser Zeit, wo man denkt, da ist doch alles tot, da lebt doch nichts. Aber ich meine oft, auch wenn äußerlich etwas für tot in Erscheinung tritt, dass sich innerlich ganz viel bewegen kann und dass dann ja plötzlich das Blühen hervorkommt. In dem Lied, das wir jetzt hören, In the Black Winter, da kommt es auch so zum Ausdruck, der eisige Winter und wo doch durch das Eis hindurch etwas Neues aufbricht. Das wünsche ich euch auch, dass in eurem Leben wieder was Neues aufbricht, dass ihr etwas geschehen lassen könnt, dass ihr die Wegzeichen auf dem Weg seht, die euch auf neues Blühen aufmerksam machen, dass ihr auch so spüren dürft, ja, da ist wieder was Neues im Kommen. Vielleicht nicht großartig, vielleicht sind es ganz kleine Knospen, ganz kleine Blüten, aber die sind's und für die sollt ihr aufmerksam sein, für die sollt ihr wachsam sein. Und in diesen kleinen Zeichen will Gott uns immer wieder locken zum Leben, zum Lieben, zum Wachsen und zum Blühen. Reif werden. Graf Dürkheim sagt mal, reif ist man dann,
wenn man etwas loslassen kann, wenn man eine heitere Gelassenheit hat und wenn man gut ist, obwohl vielleicht andere zu einem nicht gut waren. Möge dieser Zweig auch in euren Herzen zu blühen beginnen. Wir wollen nun unsere Bitten vor Gott hintragen, dass er in unser Leben komme. Und wir antworten immer mit dem Ruf, komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Wir müssen noch mal. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, zu denen, die erkrankt sind, zu denen, die erschöpft sind, zu denen, die in Angst sind, zu denen, die wütend sind. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, zu denen, die sich um ihre Zukunft sorgen, zu denen, die sich um andere Menschen sorgen, zu denen, um die sich niemand sorgt, zu denen, die allzu sorglos sind. Komm, Herr Jesus, Maranatha.
Sehnsucht warten, zu denen, die nichts mehr erwarten, zu denen, die die Orientierung verloren haben, zu denen, die nicht mehr zur Ruhe kommen. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, zu denen, die politische Kompromisse gefunden haben, zu denen, die Gestaltungswillen haben, zu denen, die Verantwortung übernehmen, zu denen, die alles viel schneller verändert haben möchten. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, zu denen, die als Flüchtende am Ende sind, zu denen, die in Katastrophen geliebte Menschen verloren haben, zu denen, für die alles zusammengebrochen ist, zu denen, die in den Katastrophen helfen. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, zu denen, die trauern, zu denen, die Opfer sinnloser Gewalt wurden, zu denen, die uns vorausgegangen sind, zu denen, an die niemand mehr denkt. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. So wollen wir unsere Bitten mit hineinnehmen in das Gebet, dass der Herr uns gelehrt hat, und stehen wir auf dazu. Ich lade Sie zu Hause ein, auch mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir das Lied, wäre Gesanges voll unser Mund, W8.
Lasset uns beten. Wir danken dir, o Gott, dass deine Liebe uns eint, dass wir dich loben dürfen. Wir danken dir für die Menschen, die du uns anvertraut hast und die uns so kostbar sind. Wir danken dir, dass wir einander dienen dürfen. Heilige unsere Liebe, ja, heilige unseren Dienst. Lass uns einander den Weg weisen und lass uns in dieser Adventszeit deine frohe Botschaft bringen. Mach uns zu Boten deiner Freude. Lass uns einander befreien. Unser Dank soll ein Zeugnis sein, das deinen Namen verkündigt. Ja, Herr, lass uns wahre Wegweiser sein. Und lass in uns das aufblühen, was unsere Hoffnung ja in uns zum Erblühen bringen möchte. Ich lade euch ein, in aller Stille noch an die Menschen zu denken, denen ihr jetzt so einen Gebetsruf schickt, eine Stärkung, eine Rückenstärkung. Vielleicht kommt euch da ein Mensch ganz spontan. Laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate omnes gentes, laudate Domino, sei du uns Licht auf unserem Wege, sei du, der in uns zum Erblühen kommt. Lauda. Sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Bevor ich euch, Ihnen zu Hause, den Segen mitgebe, möchte ich mich bedanken bei dem Chor Ottilia Capella unter Leitung von der Barbara, unserem Namenstagskind. Schön, dass ihr heute da wart und dass wir uns eingestimmt haben auf Weihnachten hin, auf den Advent, aufs Warten.
Nach dem Segen wird der Chor noch ein Lied singen, ein besinnliches, und wir wollen es auch so besinnlich dann ja abschließen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch und all die lieben Menschen, die ihr in eurem Herzen tragt, der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.